Aiho, jetzt geht es weiter los. 31 Sterne haben wir hier bei Mario Nightmare. Unglaublich. Können jetzt eigentlich sogar raus, glaube ich. Und waren aber noch nicht mal im Badezimmer. Ja, aber wir springen hier nochmal rein. Einfach nochmal reinspringen. Piano. Ich kann mir nur vorstellen. Und hier haben wir auch noch einen. Psst, geheim. Ich habe keine Ahnung. Am besten, ich habe es mir mal so überlegt, dass Apius einen Tipp schreibt bei Psst Geheim. Vielleicht hier jetzt auch beim Klavier, ich weiß es nicht. Piano meine ich, sorry. Einfach mal einen Tipp, worauf man achten soll bei dem Stern am besten, weißt du? Weil ich weiß nicht, wo er ist, glaube ich. Obwohl wir vielleicht auf diese eine Plattform raufkommen, aber wie komme ich denn da rauf? Ja genau, so irgendwie einen Tipp geben, ob es da irgendwo ist oder weiß ich nicht, ne? Weißt du? Mach das mal bitte, wäre nett. So, vielleicht können wir beim Piano, ich glaube da, was? Es geht hier zurück? Wie jetzt? Wo geht's denn hier zurück? Ach, hier geht's auch lang? Hier war ich noch nie. Was, es geht hier zurück? Das könnte? Hier war ich, glaube ich, noch nie. Nee, oder? Ich war hier noch nie, das könnte das Piano sein. Ich weiß es aber nicht. Ey, komm, leck mich am... Was? Ey, das war wirklich Zufall. Ohne Witz, das war jetzt Zufall. Ach du heilige Wurst, ich habe das Piano gefunden. Ich dachte, jetzt suche ich irgendwie so 20 Minuten. Was soll ich den Rest des Partys jetzt machen? Nein! Alter! Ja, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Das ist schwer. Pass auf. Ich drehe ihn zuerst ein bisschen aus. Oder ich mache den zuerst kaputt hier. Nee, wenn ich... Siehst du, dann wäre ich... Darf also überhaupt nicht irgendwie erwachen oder so. Vielleicht locke ich ihn mal her. Hallo. Was? Er reagiert gar nicht. Mann. So. So, jetzt kommt er nämlich. Und jetzt hier durch. Weißt du? Folgt er mir immer noch? Was? Ach, der geht ja wieder in die Ausgangsposition oder was? Nein! Egal, das ist nicht schlimm. Er hat sich da schon mal entfernt von. Ah, muss weiter zu ihm rennen. Hallo. Jetzt, super, das war gut. Siehst du, jetzt kommt er näher. Jetzt ist er weit entfernt und jetzt safe ich mal. Jetzt renne ich ganz schnell zum Stern. Geht das jetzt schon? Oh, jetzt habe ich das Feuer übersehen hier. Einfach hochspringen, komm, das muss irgendwie klappen. Ja, super. Stern Nummer 32, wir haben alle hier eingesammelt. Mann, das ist aber ein Fleiß, du. Da bin ich aber sehr sorgfältig. Links fehlt... Warte, ich überlege gerade. Da haben wir alles mit Stern, Münzstern. Aber da schon einen Münzstern? Haben wir da schon einen Münzstern? Glaube ich nicht, aber bekommen wir den so schnell? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt in eine... neue Abteilung, also hier, ne? Badezimmer und so. Mal sehen. Hier war, glaube ich, bla bla bla. Ich lese das nochmal. Hallo, Wala. Ja, das habe ich ja gelesen. 140... Okay, für diese brauchen wir 40... Wo geht's eigentlich raus? Weiß ich gar nicht. So, hier wie gesagt, fehlt uns die Flugkappe. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal hier rein. Na, ich wollte noch gucken... Ey, Mario. Dass du immer so doof bist. So, das ist das Badezimmer. Mal sehen, wo man reinspringen kann. In das Fenster wahrscheinlich. Oh, tatsächlich. Warte, ich lade nochmal. Wo kann man hier reinspringen? Das will ich erstmal testen. Kann man hier in die Badewanne reinspringen? Kann man. Kann man hier reinspringen? Kann man nicht. Oh, schade. Kann man in die Toilette reinspringen? Nein, auch nicht. Boah, wie groß... Wie hoch ist denn das? Wir brauchten so ein hohes Badezimmer. Hilfe, ich habe ja voll... Wenn ich pinkel und nach oben gucke, was ist denn da los? So. Dann springen wir zuerst. Bekommen wir hier vielleicht die Flugkappe? Ich weiß es nicht. Ist das ein Kurs? Nee, ist kein Kurs. Das heißt, da ist sie schon. Wir haben sie freigeschaltet. Ich glaub's nicht. Hier können wir wieder rote Münzen einsammeln, da oben. Oh, nee, das, ist, das gefällt mir nicht. Moment, ich öffne die Bomben für dich. Sagt er jetzt bestimmt. Na, komm schon. Hey, Mario, ich mach die Kanonen in dieser Welt und auf Deckung. Ja. Super Mario World. Ah, traumhafte Musik. Du hast den roten Schall aktiviert. Speichern. Okay, das ist die Musik für die Kappe. Die finde ich scheiße.
oder? Finde ich einfach zu ruhig. Schei. Alter, wie soll ich das. Ey. Oh, jetzt spielen wir Flugsimulator hier. Ich lande aber nochmal. Ich sammle nämlich zuerst die Sternchen ein. Finde alle 7 Dragon Balls. Ach, da ist die Plattform. Scheiße, ich hab sie nicht gesehen. Jetzt lass mich wieder zurück. Ich will auf die Plattform. Ich sehe sie. Boah, ich bin viel zu schnell hier. Viel zu viel Speed. Hat der Mario. Jetzt hör doch mal auf mit deinem Speed. Wir wollen jetzt landen. Psst. Bruchlandung. Saubere Landung. Das kann nicht jeder. Und jetzt versuchen wir die Sterne irgendwie einzusammeln. Das heißt, wir gehen gleich nochmal aus dem Badezimmer raus und werden dann den letzten Stern im Level von im Kurs einzuholen. So. Ah, da fliegt natürlich erstmal noch zu hoch. Der war sehr gut. Gleich mal hier ein Safe Bodenlosigkeit. Ich glaube, hier kann man 2 Sterne einsammeln. Rote Münzen und Sternmünzen. Weißt du? Gut, was haben wir hier? Am besten, guck mal, ich lass ihn ganz leicht fliegen. Nicht, dass er wieder so einen Schwung bekommt. Jetzt bekommt er wahrscheinlich einen Schwung. Sehr schön, den haben wir auch. Weh, du machst jetzt einen Sprung. 2 haben wir schon mal. Und jetzt landen wir wieder auf der Plattform, weißt du? Machen wir einfach mal zur Sicherheitshalber. Achso, das ist eine Kanone. Ich dachte, da geht's dann wieder zurück ins Ländchen. Lalala. Der Piano-Stern, der war sowas von schnell vorüber. Das mit dem Safe-Set ist aber sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Da kann man alles sehr, sehr locker einsammeln. Das ist kein Problem. Deswegen hätte das meiner Meinung nach etwas schwerer eventuell sein können. Oh Mann, den habe ich nicht erreicht. Waha, juhu. Schön, wenn Mario immer Spaß dabei hat. Mich freut's irgendwie. So, wieder ein Sternchen. Juhu, juhu. 3. Ich würde jetzt gerne wieder die normale Musik haben, aber das geht nicht, weil ich die Flugkappe auf habe. Das ist schade. Das ist so schade, leider. Komme ich da noch rauf? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Oh nee, dann lande ich da. Ach du! Huch, wo geht's denn da rein, Mensch? Das ist ja sehr interessant, muss ich ehrlich mal sagen hier. Ach so, ich habe die Kappe schon gehabt. Na gut. Ich habe nämlich gar keinen Stern gerade getroffen. Vielleicht sind hier auch wieder 3 Sterne versteckt. Das ist ja immer. Der Arpius ist ja immer so. Der macht ja immer gleich mehrere Sterne in einem Areal. Das ist unglaublich. Ich glaube, es sollen sogar 3 in der Gaskammer sein. Weiß ich gar nicht. 2 habe ich eingesammelt. Hm. Ob man das großzügig nennen kann, das ist schon schwer. Oh, das ist. Na gut, das ist doch ein bisschen schwerer hier. Am besten nicht gleich auf den Turm, sondern etwas ganz nach oben hauen. Und dann später da irgendwie raufkommen. Einfach mal so in den Himmel. Jetzt da versuchen lang zu fliegen. Jetzt hat er natürlich wieder unheimlichen Speed. So, jetzt mal die nächste Turm. Oh, ich bin viel zu hoch, Mensch. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Boah, was ein Speed hier. Irgendeinen Stern muss ich jetzt irgendwie einsammeln hier. Da. Wow, der ist so schnell. Das ist echt nice. Das macht Spaß, das Level. La 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 la. So, jetzt darf ich nicht auf der Spitze landen. Super, Nummer 3 und sofort Sturzlandung. Safen wir. Und Sturzlandung auf die Plattform. Dies war blöd. Und Sturzlandung. Hui! Das macht mal sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Muss ich mich selbst mal loben. So. Holen wir den einen Stern. Und dann holen wir den letzten in Kurs 1. Dann haben wir 34 Sterne, wenn es gut läuft. Wo haben wir dich, letzter Stern? Zu meiner Rechten, wo ich nicht hinvisieren kann wahrscheinlich. Boah. Das Video ist aber auch unheimlich. Man darf kaum runtergehen. So, hier müsste er sein. Da ist er auch. Da ist er. Da ist er. Mario visiert ihn an. Und es war nicht alle. Aha. Da ist, glaube ich, aber nur eine rote Münze, oder? Hier ist nur eine rote Münze. Hier ging es aber, glaube ich, auch irgendwie rein. Safen wir mal und fliegen da rein. Das ist jetzt aber blöd. Ah, wo sind wir denn hier? Number one. Nein! Ja, das war klar. Dass der mich jetzt wirft, der olle Schinken da. Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich wieder. Oh nein, einen Stern oder so fehlt mir. Das ist ja ganz blöd. Mann. 2. Ist hier vielleicht irgendwo ein Stern? Hast du einen Stern, wenn ich dich töte? Gibst du mir einen Stern, wenn. Also.
5. Einer wird wohl fehlen. Das ist ja echt blöd. Mal sehen, ob ich zurückkomme. Ja. Habe ich noch einen Stern übersehen auf einer Plattform? Auf einer Spitze? Eigentlich kann das nicht sein, oder? Hier ist keiner. So. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ich flieg mal so rum irgendwie. Oh Mann, ey. Ich habe mich so gefreut auf den Stern. Jetzt wird er doch schwerer. Was ist das denn da? Interessant. Pass mal auf. Hier rechts, wenn ich jetzt ganz nach rechts gehe. Hier, den her. Was ist da unten? Boah! Mario, wenn ich zu weit runter gehe, dann speedet er wieder so, aber ich will ja gar nicht. Ich muss erstmal viel mehr Speed verlieren. Das ist so lustig. Ach ja, wie schön, wie herrlich. Ach geil, ich verliere auch. Ja, super. Boah, es ist schwer, da so schnell runterzukommen, weißt du? Weil er zieht dann so doof hoch. Wow, voll gegen die Wand. Eieiei, mein Gott. Mario, ganz ruhig. Huch. Da ist ja also der rote Münzstern. Boah, das ist so schwer. Ja! Was war das denn? Super! Oh, warte. Lesen. Psst, stell dich doch mal vor mich. Nein, stell dich nicht vor dich. Nein! Er könnte in der Tat vielleicht nochmal so ein Geheimnis sein oder so. Oh geil, das war... Ah Mann, das ist echt... interessant, sag ich mal. Pass mal auf, ich glaube von da könnte ich es besser erreichen. So, ich nehme jetzt Saves... Ich weiß gar nicht, 1 ist wahrscheinlich... Super, nehme ich 1. So, und dann fliege ich ganz locker so runter. Könnte ich so zur Plattform kommen? Huch. Das wäre natürlich mal interessant. Ja, locker würde ich dahin kommen. So. Hier ist die Boah, wofür das hin? Komm. Ja. Sehr gut. Vielleicht ist hier der letzte Stern. Das sieht gut aus. Bitte keine roten Münzen. Bitte keine rote Münze. Boah, Alter. Zeig mir. Oh nee, ist eine rote Münze. Wo ist denn der Stern, Mann? Ich wollte doch keine rote Münze haben. Hä? Alter, das ist echt... Hokus Pokus hier. Ja, das war irgendwas! Ich weiß es nicht! Das war's! Ist ja geil, ich hab's eingesammelt! Jetzt lass dich fallen! Hä? Boah, Alter. Das Level ist richtig geil. Vielleicht ein bisschen zu einfach gestaltet. So, jetzt komm, lass dich jetzt einmal fallen, Mario. Sehr gut, hier ist also für später auch noch eine rote Münze. Komm, machen wir mal ganz aus, genau so. Und dann einmal, hui! So, wieder ein Teleporter. Sind wir wieder hier oben. Wo ist denn der Stern jetzt? Ah, Mann. Der hat mich gehindert. Ach, da drüben ist es. Oh, Alter. Mensch, war das geil, das Level. Mann, das gefällt mir. This was nice. Ein geheimer Stern des Hauses. Ja, super. So, jetzt holen wir noch den Stern hier. Glaube ich, machen wir es noch in diesem Part? Ja, glaub schon. Suche den Himmel ab. Jetzt kann ich ihn auch locker absuchen. Und da raufzukommen, das dürfte kein Problem sein. Am Anfang hatte ich da ja übelste Probleme, aber ich habe mich jetzt eigentlich an Mario gewöhnt. Ich bin jetzt schon ein kleiner Nupro, ja. Ja. Kann man mal sehen hier. Auch aus den Dümmsten wird mal ein Pro-Noob. Also gleichzusetzen mit fortgeschritten eventuell. Ja. So. Hier jetzt wieder die Wandsprünge. Boah, ich fand das Level richtig geil gerade. Die Sterne sind sehr, sehr einfach mit Safe State zu erreichen. Also das ist wirklich keine richtige Aufgabe. Und dass ich da den letzten gefunden habe, da ich war so froh. Geil.
Pfeil. Das liebe ich, wenn ich es finde irgendwie. Ich dachte aber schon für eine rote Münze. Ach komm, wo soll denn dann der Stern versteckt sein? Hier, das letzte Versteckchen. Super, dass ich das geschafft habe. Das macht mich stolz. Na, na. Oh, das hasse ich eigentlich schon. Ah, weißt du, ich wollte das so machen, dass er mich nicht gleich schnappt. Na gut. Oh, da komme ich jetzt sehr nach außen. Sehr nach außen, sehr nach außen. Und ja. Da war die Sprungtechnik nicht ganz so gut. Hier auch irgendwie. Jetzt bleibt doch mal in der Ecke hier. So. Na, na, na. Oh. Komm schon. Du hast es stets geschafft. So, jetzt. Oh Mann, ey. Nicht so schief. Das muss schon gerade bleiben und in der Innenbahn. So, ich muss mal ganz kurz pausen, bis gleich. So, weiter kann es gehen. Wir wollen jetzt Stern 34 bekommen. Und diese Wandsprünge gelingen mir überhaupt nicht mehr. Mann, das gibt's doch nicht. Ah, es geht wieder nach außen, oder? Ja, aber vielleicht. Komm schon, bitte, 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 bitte. Yes! Ja! Na, willst du mich schnappen, du Kleiner? Guck mal, was ich kann. Und tschüss. So. Nein! Oh. Stell dir vor, man hätte nicht gesaved. Das wäre doof. Ich weiß gar nicht, war oben eine Flugkappe? Ja, doch eigentlich schon, ne? Oder nur eine Röhre? Also eine Kanone, eher gesagt. Nee, Flugkappe müsste da gewesen sein. Ja, glaube ich schon. Ich sehe auch sowas von viel. So, jawohl. Eine Flugkappe ist hier. Und du willst fliegen, oder? Habe ich gehört. Keine Kanone, alles klar. Hey, Kappe, kommst du wohl her? Ja, die Musik finde ich für die Flugkappe ein bisschen lame. Super. Ich bin ein Profi. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, und jetzt ganz locker die Münze einsammeln Nummer 1, die Münze Nummer 2. Wo ist Münze 3 und wo ist Münze 4? Nein, jetzt sag nicht wieder, ich muss noch Verstecke dazu sammeln. Suche den Himmel ab. Ah, also hundertprozentig den Himmel absuchen. Komm, ich will da nicht nochmal raufhüpfen, aber ich muss da wahrscheinlich raufhüpfen. Wunderbar, ich hüpfe da also nochmal rauf. Dich bringe ich noch rum vorher. Hey Mario, ich hoffe, du hast das Fliegen in all den Jahren nicht verlernt. Nö, zeig mir, was du noch drauf hast. PS beim Fliegen? Okay. Die hatte ich aber auch an, sogar, tatsächlich. Na, siehste. Habe ich mal mitgedacht. So. Oh, schön wäre, wenn du von Zelda Ocarina of Time noch Gerudo Valley oder Hymne des Sturms vielleicht hast. Ah, Hymne des Sturms hattest du, glaube ich, schon, oder? Weiß ich nicht. Aber Gerudo Valley wäre richtig geil, natürlich. Man kann aber auch nicht alles verlangen, ich weiß. So, komm. Wo sind denn noch ein paar Münzen? Zwei habe ich schon mal eingesammelt. Ein paar Münzen, die wären nicht schlecht. Ach, da vorne, da ist eine Nummer 3. Und ich habe sie nicht eingesammelt. Ich bin ein Profi, ein legendärer Profi. Ich bin bester auf der Welt. Ja, und ich doch Nummer 3. Ah, das Nummer 4 ist ja... Finde ich, die Aufgabe finde ich gar nicht so schlecht. Pass auf. Ah, 4. Wo ist Nummer 5? Alter, wenn ich da nochmal raufkomme, dann... Dann danke ich dir, Apius. Ja, ich komme nochmal rauf. Juhu! Ist eine E-Mail-Adresse. So. Eine einzige Münze also noch. Boah, der Part, die Pade werden immer so lange bei mir. Ich muss das irgendwie mal einbürgern, dass das nicht mehr ganz so lange ist. Wirf. Ja, war klar. Danke, du. Alter Blödmann. Ne, ich muss das irgendwie mal einstellen, dass das nicht immer so lang ist, Mensch. Muss ich mal auf die Zeit achten. Ich überziehe immer und ich sehe gerade nichts. Warte mal. Na komm, dreh mal.
Mario, dreh doch mal. Dreh doch mal. Ah, jetzt sehe ich was. Pass auf. Hua! Nein! Doch. Hat sich automatisch festgehalten, Gott sei Dank. So, eine einzige Münze braucht man noch. Das sind immer die legendären 5 Verstecke. Deswegen fliegen wir einfach mal kurz nach rechts. Ich will natürlich jetzt nicht gleich gegen die Wand fliegen. Boah. Stark. Hier sieht man erst nach einer gewissen Nähe, glaube ich. Komm, irgendwo muss sie doch sein. Vielleicht hier irgendwo? Das wäre ja auch lustig, weißt du? Ah, wo ist sie? Vielleicht da oben irgendwie. Das wäre auch richtig nice. Aber ich finde sie gerade nicht. Mann, nein, komm schon. Wo bist du nur? Zeige dich doch mal, Münze. Ich brauche dich jetzt. Also komm noch mal her. Schön die Sicht über dem Labyrinth. Hm. Frage ist, wo die tatsächlich ist. Boah, Alter, ich habe gerade so einen unendlichen Speed drauf. Einfach lagern da. Vielleicht da oben irgendwie? Na gut, ich muss jetzt leider wieder den Safe State laden. Hab an Höhe verloren. Gehen wir mal durch. Also, die erste war ja hier. So, die zweite war hier. Bla bla bla. Dritte, vierte war da vorne. Mal sehen. Wo ist die letzte Münze? Ich suche sie gerade. Da! Da ist sie. Die letzte Münze. The last. Da unten. Juhu! Safen. Sturzflug auf Stern. Sturzflug auf... Oder einfach ein Stampfer. Alter, wenn ich da... Schade. Das wäre geil. Oh, ich bin fast tot. Egal. 34 Sterne. 2 in diesem... Ne, 3 in diesem Part. Plus die Flugkappe. Also, das war echt ein Erfolg. Wir sehen uns im nächsten Part. Der war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben alle Sterne jetzt in Kurs 1. Alle Sterne in Kurs 2. Und einer fehlt jetzt... Oh, warte mal. Oh, ne, da kommen wir noch nicht hin. Okay, ciao.